Ja, hallo meine lieben Modelleisenbahn und Gartenbahnfreunde, ich grüße euch ganz recht herzlich. Wir schauen mal, wer schon im Chat da ist. Maxi ist auf jeden Fall da. Grüße dich, Maxi. Die Mova-Bude ist da. Ich grüße auch dich. Wem hat man. Nova Willi hatte ich schon gesehen. Grüße dich, Nova Willi. Ja, grüße euch und alle anderen, die auch schon da sind und mir bloß noch nicht angezeigt werden, ne, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier zum nächsten Stream. Ja. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, Ton und Bild ist alles okay. Was machen wir heute? Wir bauen heute den Kiosk zusammen. Ja, wir bauen heute einmal einen Kiosk zusammen vom Polar. Habe da sogar schon was vorbereitet. Kommt auf an, ob wir heute so weit kommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich habe schon was vorbereitet und zwar habe ich schon die Lichtleiste vorbereitet, ist mit Decoder, ist eine GLDI-Lichtleiste von MD Electronics. Vielen Dank nochmal an Marius, der mir hat diese zukommen lassen. Ist der Hersteller von, also, ja, genau, ist der Hersteller von dieser Leiste, ne, von MD Electronics. Und ja, freue ich mich sehr, sehr drüber. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Genau. Da kommt auch ein Video drauf, dem nächsten Video, was ich dazu gemacht habe, zu der GLDI-Lichtleiste mit Decoder. Das kommt heute oder morgen raus, mal schauen. Ja, und ich grüße natürlich Braun, moin, moin, Mova und Chat. Ja, grüße dich, schön, dass du da bist, mein Lieber. Okay, und dann will ich gar nicht so lange rumquatschen. Wir schalten mal auf den Streaming-Channel über und wollen dann mal anfangen. Den stelle ich mir wieder so hin, dass ich den sehe. Beschreibung. Und dann packen wir uns mal die ganzen Teiler wieder aus. Das sind die Wände und das Dach und ein Schirmchen. So. Packen wir uns das alles mal ein bisschen zurecht wieder. Und schauen am besten erstmal, was wir anfangen sollen. Hier ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Klebearbeit. Nötig. Sehr viel Klebearbeit nötig. Also was heißt Klebearbeit? Aufkleberarbeiten, habe schon gesehen, das ist ein Riesenbogen. Habe deine Stream-Infos über die Modellbahn kehrt zurück. Habe deine Stream über Modellbahn kehrt zurück. Ja, super, schön, super braun. Freut mich, freut mich. Genau, da habe ich es auch reingehauen. Da bin ich auch drin. So, okay, dann pass mal. Dann wollen wir mal gucken. Wir sollen. Stehen hier die Nummern eigentlich auch drauf? 111. 111. 111, ja, 111. Ach, das sind die. Okay, 111. Und die müssen wir. Okay, ja, okay. Alles klar. So. Also die sollen wir erstmal bekleben. So, und dann sollen wir was, dann sollen wir die 211er machen. Die 211er sind das die hier. Ich glaube, mal gucken. Dass die 211er sind. Ja, das sind alles die 211er. Okay, dann machen wir uns mal 1, 2. Dann können wir uns alle, weil die sollen wir nämlich alle machen. Hier sehe ich gerade. Können wir uns eigentlich alles schon mal abklicksen. Das ist nämlich alles für die nächsten Schritte. Und dann können wir uns jetzt schon mal so machen. Ingo, grüße dich. Schön, dass du da bist. So geht's wieder los. Ja, geht wieder los. Pass auf, Ingo, pass auf. Braun, ich habe da jetzt auch gesehen. Ingo, guck mal, was ich habe. Gummis! Ich habe mir Gummis besorgt. Ein paar. Da habe ich ja in zwei. Ah, okay, cool, Braun. Aber Ingo, ich habe mir Gummis besorgt. So, dann glätten wir jetzt erstmal alles. Also die brauchen wir erstmal, die kommen ja daran. Machen wir erstmal, glätten wir uns erstmal die, die wir brauchen. Ja, ich hoffe, dass nichts schief gehen kann. Ich hoffe, dass nichts schief gehen kann. Aber hier ist ja alles live. Hier kann immer viel schief gehen. Hier kann immer viel schief gehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Mit den Wellen nach unten, logischerweise, sollen die so eingesetzt werden. Okay. Gut. Dann holen wir mal den Kleber raus. Hopp. Und dann nehmen wir das mal. So, Numero Uno. Oh, jetzt kleckert mein Kleber schon wieder. Ist doch zum Heulen hier.
Jetzt kleckert er wieder. Ja, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Bei mir ist soweit alles okay. Dienstag muss ich wieder arbeiten. Dachte ich, auf den Sonntag könnte man mal eine Runde streamen. Jo. So, ja, soweit geht's ganz gut. Max, grüße dich. So. Einkleben. So, jetzt müssen wir hier oben noch so ein kleines. Ich hatte doch so ein kleines. Das ist hier. 14er. Die 14er steht doch hinten drauf. Sehr schön. Die müssen wir erstmal alle vorbereiten. So. Davon sollen wir ein paar machen hier. Davon sollen wir ein paar machen. Ja. Zack. Ja, wie er sagt, ansonsten habe ich so ein bisschen Beleuchtung gekriegt. Habe ich jetzt hier die Bahnsteigbeleuchtung, habe ich ja jetzt da sozusagen, also die Laternen und alle dazu, die Decoder, wo er auch YouTube-Videos drüber gesehen hat. Marius war so lieb gewesen, hatte mir nochmal für das Häuschen hier eine Lichtleiste, wo der Decoder gleich integriert ist, mitgeschickt. Und ja. Bin gespannt, können wir heute auch einbauen, wenn wir dazu kommen, heißt es. Mal gucken, was die Zeit so zulässt. Wenn die Zeit zulässt, bauen wir das natürlich auch noch ein. Hier ist ganz schön viel Klebearbeit, muss ich sagen. Also so vor allen Dingen Arbeit mit Aufklebern, habe ich gesehen, ist hier extrem viel. Ja, also müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt zu kommen oder ob wir es auch fertigstellen heute. Diesmal Luxus mit fertigem Dach. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, jetzt wurde es saßt. Letztens war das Dach ja nicht fertig gewesen. Ach, siehst du, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Boah, das ist ja krass, Braun. Das ist ja echt krass. Das ist ja echt ätzend, ey. Das ist ja wirklich echt ätzend. Mike, musst du mal anders mal gucken, mal den. Wo habe ich den? Die großen Flächen kann ich auch Tatsache so machen mit dem Kleber. Also ist der gleiche Kleber, bloß aus der Packung hier. Also ja, alles schön halten. Boah, aber krass, ey, 2 Stunden ist echt übel. Da habe ich 30 Minuten fürs Dach gebraucht, das ist richtig. Da hat das Dach mich ja wieder so ein bisschen geärgert, wie mich die Dächer immer irgendwie ärgern. Aber das ist diesmal fertig. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich bin noch gar nicht aufgefallen, ey. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das Dach fertig war. So, da kommt der kleine Ponökel rein hier. Ist mir echt, halt überhaupt nicht drauf geachtet. Aber wie das halt sagt. Ja, ich hoffe auch, das ist, ist schon ganz schön anstrengend, oder? Mit den Fahrplänen. Kann ich mir schon vorstellen, das ist schon richtig ätzend. Das ist schon richtig ätzend. Das ist richtig ätzend. Ich bestimmt nicht schummel. Nein, ich schummel immer, wisst ihr doch. Ich schummel doch immer. So. So, ich bin gespannt. Das ist ja diesmal von Polar. Ja, das ist ja diesmal von Polar, wie sich das zusammenbaut. Das ist mein erstes richtiges Haus, jetzt abgesehen von den Fahrradständer von Polar. Der Fahrradständer war ja auch sehr lustig. Also, das war ja auch ein Gefriemel. Aber es hat sich trotzdem ganz gut zusammengebaut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich doch der Rest zusammenbauen, also wie sich das jetzt so zusammenbauen lässt. Okay, wir brauchen mal Türen. Boah, hier ist so unheimlich viel drin, ey. Das ist wirklich eine Tür und da kommen dann zweimal von denen rein, okay. Mal die Tür. Ja, Glück muss man auch manchmal haben, Braun, wa? Wenn man dann wenigstens gleich den Anschluss kriegt, dann geht das ja, ne?
Aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, ist das schon ganz schön ätzend, ne? Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das schon ganz schön ätzend ist. Man mit den Farben, wenn man auf der Bahn, sag ich mal so, angewiesen ist, ist das schon recht nervig. Kann ich mir schon vorstellen. Man da echt ein bisschen angenervt ist. Man da echt angenervt ist, kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist es ja nun so, dass ich würde ja nicht mal mit Bahn direkt zu meiner Arbeit hinkommen. Also da müsste ich 1000 Umwege fahren, um da anzukommen, wo ich hin möchte. Also ich muss immer mit dem Auto hinfahren. Ja, bin ich auch froh. Ich bin ja auch eher so ein bequemlicher Mensch. Ja, eher bequemlich. Was das angeht, kann mich dran erinnern. Ich musste aber wann das gewesen? Vor 3 Jahren oder so? Vor 3 Jahren musste ich mal zu einer Weiterbildung da habe ich eine Weiterbildung gemacht als Hygienebeauftragter im Rettungsdienst. Und da musste ich nach Berlin rein, sozusagen. Und ich wohne ja außerhalb von Berlin. Und da habe ich gesagt, ey Mensch, die Schule, das macht sich ganz gut, wegen Parkplätze und so, ist ja recht blöde da. Fährst du mit der Bahn, kommst du ganz gut hin. Also ich kann nicht sagen, ich bin einen Tag mit der Bahn gefahren und hab dann direkt nächsten Tag gesagt, nö, tut mir nicht mehr an. Und was soll ich euch sagen, ich bin sofort krank geworden, ja. Also ein paar Tage später habe ich sofort eine fette Erkältung gehabt. Habe ich mir gleich direkt erstmal ordentlich eine Erkältung zugefügt. War nicht ganz so schön. So, lass mir mal gucken. Also, dann braucht man eine Scheibe und so ein... Alter, hier sind aber auch viele Teile drin. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Oh, ich sehe gerade, wir mussten da auch eine Scheibe noch... Wir müssen mal gucken. Hier müssen wir nachher auch noch eine Scheibe einsetzen, sehe ich gerade. Da müssen wir nachher noch eine Scheibe einsetzen. So, für die Tür wird es die kleine sein, logischerweise. Dann wird man die Zange raussuchen hier. Wo ist denn meine Zange? Hä? Wo ist denn meine coole Kneifzange hin? Oh, irgendwie ist mir ganz schön warm hier drin gerade. Ja, meine coole Zange ist weg. Ist doch ja nicht. Wo ist denn meine Zange hin? Die gibt's doch ja nicht. Ist die mir runtergefallen oder was? Ach nee, die habe ich in das falsche Fach getan. Hat er in das falsche Fach getan, okay. Dann werden wir uns mal die Scheibe hier zu schnibbeln. Und dann brauchen wir noch meine Fresse, ey. Also das wird heute nicht fertig, also das sag ich euch. Das wird heute nicht fertig. 8, 5. Das sind ja so viele Teile. Ich glaube, das wären 2 Streams. Tatsache, ich glaube, das wären 2 Streams hier wieder. Das ist doch mehr als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab vorher nicht großartig reingeguckt. Wenigstens richtige Scheiben, auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, da ist Polar doch... oder Faller ist es ja. Polar ist ja bloß die MTG-Serie. Da muss ich sagen... Da ist Polar auf jeden Fall, oder Faller, nennt das wie ihr wollt, doch besser, ja, doch besser. Da sind die Scheiben fertig, die setzt man wunderschön ein, fertig werden. Und das ist echt, das ist auch ein großer Vorteil, das ist wirklich ein großer Vorteil, weil diese Scheiben zurechtschneiden ist schon ein bisschen ätzend. Das Scheiben zurechtschneiden ist schon ein bisschen ätzend. Da bin ich echt froh über sowas hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da bin ich doch echt froh über sowas. Aber das war ja bei den, ich glaube, bei den kleinen Häusern, was wir gebaut haben, von Faller direkt, ja auch so, ne? War ja da auch so. So, mit den Teilen ging es mir beim Schäferhaus. Ja, aber es sieht schön aus, das Schäferhaus, ne? Also, du hast ja gesagt, hat dir jetzt so bei den Zusammenbauen nicht so gefallen, aber ich muss sagen, das sieht echt schön aus und ich würde mir ja auch gerne holen, ne, so für vorne, für die Stadt, die ich hinbauen will.
Würdest du mir auch gerne holen, aber du sagtest ja, das hat dir nicht ganz so gefallen beim Zusammenbauen. Ne? Ja, muss ich echt mal gucken, ob ich es mir denn hole oder nicht. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, jetzt nehmen wir uns aber erstmal noch das hier vor. Hier sollen wir nämlich noch eine Scheibe einbauen, habe ich gesehen. Hier sollen wir auf jeden Fall noch eine Scheibe einbauen. Sind das alles die gleichen? Hier muss noch eine Scheibe rein. Da müssen noch mehrere Scheiben rein. Nee, das eine ist die Durchreiche. Warum haben wir denn so viele Scheibeneinsätze? Das ist ja Wahnsinn. Nee, musst du jedes Teil nacharbeiten. Was denn? Oh, das ist echt ärgerlich. Das war ein richtiges Modell oder war das irgendwie so ein Aus, nicht so, so eine B, war aber auch keine B-Ware oder so, nee? Wo man jetzt sagen kann, okay, das liegt daran, dass es B-Ware war. Also es war wirklich normale Ware, hast du normal bestellt gehabt, ja? Ey, es ist schon echt krass, wenn du wirklich alles nacharbeiten musst, da vergeht dir ja echt die Laune dran. Und bei mir ist ja eh so, dass bei mir ja da eh immer so ein bisschen mäklig bin, will ich mal sagen. Ja, ich bin ja eh immer so ein bisschen mäklig, was das angeht. So, dann brauchen wir noch ein Scheibchen. Scheibli. Ein Scheibchen. So, dann machen wir die Kanten, aber warte mal, sonst passt das ja nicht drin. War bestimmt ein Montagsmodell. Ja, Tatsache, sowas gibt es auch, ne? Obwohl ich das immer nicht so richtig verstehen kann, obwohl ich hatte es mal vor einer. Da war ich noch. Da habe ich mal. Das ist schon ewig her, da habe ich mal angefangen auf dem Dachboden meine. Vielleicht kennen diejenigen noch, die mich schon verfolgt haben, bevor ich meinen Kanal gelöscht habe, meinen anderen YouTube-Kanal, den ersten. Da hatte ich doch mal eine H0-Anlage gebaut auf dem Dachboden. Und wo ich da Häuser zusammengebaut hatte, da habe ich auch manchmal gedacht, das ist ein Montagsmodell. Aber wie, ich kann mir das eigentlich immer nicht vorstellen, weil das sind doch Spritzgussformen. Das sind alles Spritzgussformen, ja. Die werden einmal hergestellt und dann gießen sie das und dann ist gut, ne? Deswegen verstehe ich das manchmal nicht, warum man da manchmal so eine Probleme hat. Und wenn du sagst, du musst das wirklich alles nacharbeiten, das ist dann schon echt ätzend, ne? Das ist dann schon echt ätzend. Das ist aber schon sehr lange her. Ja, das ist schon lange her, auf jeden Fall. Das ist schon eine ganze, ganze Weile her, wo ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, das sind schon etliche Jahre vergangen. Das sind schon etliche Jahre, wo ich das gemacht habe. Und dann habe ich mich ja dazu entschieden, unter die Gartenbahner zu gehen. So. Ach, jetzt kann ich mir das aussuchen? Nee, kann ich mir nicht aussuchen. Dann habe ich mich ja entschieden, unter die Gartenbahner zu gehen. Und ja, bin damit eigentlich sehr zufrieden mit meiner Gartenbahn. Ja, hab viel Spaß dabei. Lass viel Geld dabei. Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich ein Medikament gefunden, was gegen meine Allergie so ein bisschen hilft, ja. Ich hatte ja jetzt in letzter Zeit so derbste mit der Allergie zu tun, ja. So richtig, richtig derbe. Und ich gucke ja gerne auch nochmal, weil ich ja auch so, mein anderes Hobby ist ja so auch so am Computer spielen und so, ne. Und da habe ich mir einen Streamer geguckt von einem Streamer und der ist auch so derbster Pollenallergiker. Und der hat mich auf ein Medikament gebracht, was bis letztes Jahr noch verschreibungspflichtig war, sozusagen. Das hast du nur gekriegt, wenn es halt erst vom Arzt verschreiben. Und zwar ist das sogenannte Lorano Pro. Das normale Lorano hat nie bei mir geholfen, ja. Das hat nie bei mir geholfen und es hat bei ihm auch nicht geholfen. Und dann hat er gesagt, hat er den Tipp mal bekommen, dieses Lorano Pro zu nehmen, was seit diesem Jahr eben verschreibungsfrei ist. Also es ist nur apothekenpflichtig, aber man braucht kein Rezept, sozusagen. Und das hat er ja ausprobiert und ist damit total zufrieden. Und dann dachte ich, naja, mehr als dass es nicht wirkt, kann ja nicht passieren, also holst du dir auch mal. Und ich muss sagen, ich bin ganz ganz begeistert. Bis jetzt, jetzt haben wir auch, jetzt ist gerade die Pollenbelastung zwar nicht so hoch, aber es hilft wirklich gut. Meine Nase ist frei, ist richtig klasse. Ja, teilweise gibt es so schlechten Kunststoff. Da hast du recht, Max. Da hast du wirklich recht.
Manchmal gibt es doch schlechten Kunststoff. Jetzt fangen wir schon an. Bei der 7 fangen wir jetzt Tatsache an, schon zu kleben. Und soll ich euch mal zeigen, wie viel zu kleben gibt? Das ist der Wahnsinn. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bei Pico waren auf mehrere Sprachen war es bei gewesen. Auf mehrere Sprachen war das dort gewesen. Ist es hier auch? Nee. Hier ist noch eine Sprache. Schaut euch mal an. Den fetten Bogen, ey. Den fetten Bogen müssen wir jetzt bekleben. Wer schreibt denn jetzt hier? Geht jetzt bei. Gut. Wir müssen diese Aufsteller, aber die Aufsteller müssen wir noch zusammenbauen vorher, oder? Die Aufsteller müssen wir noch bestimmt zusammenbauen. Oder wie kommen die hin? Ne, das sind doch richtige Aufsteller. Ja, guck mal, das sind richtige Aufsteller. Die müssen bestimmt auch zusammengebaut werden. Ich frage mich jetzt bloß gerade, das sieht man jetzt hier gerade gar nicht. Das sieht man jetzt gerade gar nicht. Okay. Oder werden die erst später zusammengeklebt? Okay. Ja, MC, hey Frank, grüße dich. Michael, ja. Grüß dich. Ja, alles gut bei dir? Alles schön? Sind die Teile kommen nächste Woche an, hast du gesagt, ne? Ja, Max, mach's gut. Schönen Abend noch. Ja. Ja, Micha, also der MC 187, bei denen bin ich, fahre ich jetzt dann irgendwann das zweite Mal hin, nämlich für seinen Sohnemann die Gartenbahn weiterbauen. Ja? Für den Sohnemann die Gartenbahn weiterbauen. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Da freut der Kleine sich richtig drüber. Ja. Hoffe ich mal, ja. Na, so viel fehlt aber nicht mehr. Hauptsächlich die Weichen, ne? Hast gesagt, bei LGB irgendwie sagtest du mir letztens auf Arbeit mit den Lieferengpässen, ne? LGB hatte doch irgendwie Lieferengpässe, hast du mir gesagt. Und konnte die eine Weiche nicht liefern, aber wird ja schon klappen. Wird schon klappen und die wird schon nächste Woche kommen. Und dann machen wir uns mal einen Termin aus, wenn ich vorbeikomme. So, jetzt frage ich mich bloß, wie das zusammengeklebt werden soll. Der Unterschied, Lebreit. Moment, was habe ich denn jetzt hier abgeknipst? Was habe ich denn jetzt 12er und das sind 13er und ich sollte eigentlich nur die 12er nehmen. Hoppala. Nur die 12er. Jetzt habe ich falsche abgemacht. Nur die 12er. Das sind die 12er. Halt. 12er sind die kleinen und das sind die großen. Das sind die 13er. Ja. Dann gibt's Schnitzel mit Spargel. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr lecker. Da freue ich mich schon drauf, Micha. Da freue ich mich schon drauf. Auf Schnitzel mit Spargel. Ich frage mich jetzt bloß gerade, die stehen doch nachher nicht so. Die stehen doch. Nee, warte mal, die sind dort angelehnt. Sind da nur angelehnt. Die müssen wir nachher da ein bisschen am Häuschen festkleben. Und es gibt eins, was man zusammenkleben soll. Warte mal, es gibt eins, was man Tatsache zusammenkleben soll. Ja, das ist bestimmt hier noch drin irgendwo, oder? Nee. Okay, wir machen das erstmal so, wie es hier steht. Wir kümmern uns erstmal um die 12er und dann machen wir die 13er. Erstmal die 12er und dann die 13er. Mal kurz hier zumachen so lange. Und dann schauen wir uns mal an. Da soll jetzt neue Postina Bunte drauf. Irgendwie sowas. Oh, mal schauen. Neue Postina Bunte und auf einen Blick. Ah ja, also die hier. Okay. Ah, wo habe ich denn das gehabt? Ich habe das letztens mit meinen Winkel gemacht. Das wird ein Kiosk. Warte, ich halte ihn kurz ins Bild. Das wird ein Kiosk. Genau, so, ich hole mir nur mal schnell meinen Winkel.
Nämlich letztens hat es mit dem Winkel sehr, sehr gut geklappt. Es hat letztens mit dem Winkel sehr gut geklappt, dieses Ausschneiden. Und dann werde ich das natürlich jetzt auch wieder so machen. Weil, wie gesagt, letztens war das echt perfekt, das so auszuschneiden damit. So. Bisschen konzentrieren dabei, dass ich das da ordentlich schneide. Hat schon einer von euch Erfahrung gemacht mit den Stickern? Ob die draußen nachher eigentlich auch halten? So wie sie halten sollen? Mal interessieren. Rostlicht in der Wassermühle. Ja, Licht in der Wassermühle kann ich dir solche Teile empfehlen. Die sind von MD Electronics. Da musst du mal gucken, da gibt es sowohl analoge als auch digital. Also die kann man analog und digital auch anschließen. Müssten wir bloß mal zusammen nochmal gucken, welche jetzt für dich da geeignet wären oder wie wir das bewerkstelligen, weil bei analog brauchst du definitiv irgendwie noch einen Schalter. Ja, den hast du ja jetzt ja momentan noch nicht. Aber damit könnte man die beleuchten. Kannst du auch simple nehmen, also nicht die ich jetzt gezeigt habe, sondern die andere Variante, nämlich diese Variante. Sieht genauso aus, ist bloß kein Decoder drauf. Und bei der Variante kann man definitiv auch analog anschließen und kostet 6 Euro. Kostet 6 Euro das Stück. Sind ganz gut, bin zufrieden damit. Bin ganz zufrieden damit. So. Ja, hier muss ich mich immer so ein bisschen konzentrieren, weil das jetzt vernünftig schneide. Das sieht man sofort. Ja, da können wir nochmal drüber quatschen. Klar, gucken wir uns das nochmal an, machen uns Gedanken, wie wir das am besten machen über analog. Wie gesagt, müssen wir einen Schalter zwischenbauen. Dann geht das auch. Da bauen wir einen Schalter zwischen und dann passt das. Aber wie gesagt, die Wassermühle braucht auf jeden Fall eine schöne Beleuchtung. Ja, nimmt auch so Gestalt an, so langsam die Gartenbahn von deinen Kleinen, wa? Nimmt auch Gestalt an. Die Bunte. So. Zack. Jetzt wieder an die Klebe los. Das ist nicht so meins. Weil in die Klebe, da bin ich mal gerade raufkleben, da bin ich nicht so gut drin. Ne? Ja, hat jetzt eigentlich mal einer. Nee. Ja. Mal gucken, ob wir das gerade rauf. Na, das erste hat da schon mal ganz gut geklappt hier, ne? Auf einen Blick Freizeit- und Fernsehindustrie illustrierte alle Programme für Fernseh, Kabel und Satellit und Radio. Ja. So. Also Kiosk bekleben, das ist eine ganze Menge. Also da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich zu tun, das alle zu bekleben.
Hoffe ja bloß, dass es so auch den Regen und alles standhält, wenn es mal regnet draußen und so, ne? Hoffen wir mal. Bin gespannt. Muss auch toll dekoriert sein. Richtig, richtig, richtig. Und sieht auch schon gut aus, was ihr da gemacht habt. Mit der Brücke nachher, wenn wir da so einen kleinen Bach runter langlaufen lassen, ist bestimmt auch richtig geil. Wie gesagt, ihr musstet bis vorher schon so ein bisschen vorkommen, bevor wir dann die ganze Gleisstraße legen, dass du schon mal den Graben so ein bisschen vorbereitet hast, wo sie rüberfahren soll. Dass wir dann die Brücke da integrieren. Ja. Und dann hast du ja gesagt, da willst du ja dann wirklich Wasser lang fließen lassen. Mit Klarlack nochmal rübergehen, okay, das muss ich mir mal merken. Mit Klarlack nochmal rübergehen. Mit so einem Sprühklarlack, Ingo, oder? Oder mit so einem Pinselklarlack? Der große Sprühklarlack wäre nicht verkehrt, oder? Richtig Wasser dann. Ja, das ist cool auf jeden Fall mit dem Wasser. Ja, aber Ingo, Sprühklarlack oder? Ja, Sprühklarlack, okay. Nee, das ist eine gute Idee, das werde ich mal machen. Das werde ich auf jeden Fall machen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Muss ich mir bloß mal organisieren, habe ich so jetzt nicht da. Ah, dann mag ich das. Den gibt's ja auch als nicht glänzend, oder? Als so relativ matt. Wird es den auch bestimmt auch geben. Mal gleich mir den Müll mal so auf eine Seite legen. Ja, und ist so Klarlack generell, Klarlack ist doch meistens generell wasserfest, ne? Oder muss ich da auch extra drauf achten, Ingo? Oh, und jetzt kommen die ganzen Stühle und Tische zusammenbauen. Das wird ja auch lustig. 8 Stück. Hier ist ja richtig was los am Kiosk, ey. 8 Stühle. Donnerwetter. Schön, dass es immer so nebenbei piept. Ihr hört nämlich dann immer den WhatsApp-Ton nebenbei. Ich glaube, WhatsApp ist meistens für innen und außen. Ich habe bloß den WhatsApp-Ton immer an, weil mir auch, WhatsApp hier auf dem Computer an, weil mir manchmal noch im WhatsApp noch geschrieben wird. Gruppen. Und deswegen hört ihr das Piepen immer. So, warte mal, das ist jetzt Funkuhr Bravo Fernsehwoche TV. Also, das ist das da. Es wäre dieses. Bist du morgen wieder arbeiten, Micha, eigentlich, oder? Morgen bist du wieder gewickt, ne? Kriegen wir den Halt der Brücke? Den Halt der Brücke? Müssen wir mal gucken, ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Vielleicht legen wir bei der Brücke, vielleicht bauen wir uns aus den Mähkanten, weil du hast ja genug geholt, aus den Mähkanten bauen wir uns so eine Unterkonstruktion und da legen wir sie dann drauf und wenn die Gleise nachher drüber führen, dann ist es eh relativ stabil. Im schlimmsten Fall kann man die auch festkleben, festschrauben, einbetonieren. Aber ich würde sie erstmal drauflegen, die hält schon vor, die hält schon, wenn die Gleise drüber liegen. Die hält schon, also das sollte, glaube ich, nicht das Problem werden. Das sollten wir hinkriegen. Da müssen wir gucken, improvisieren wir denn.
Mit wem? Olle, David hatte mich heute angeschrieben, ob ich morgen fahren kann. Weil er hat ihn gesucht zum Tauschen, aber ich habe ja morgen einen Arzttermin, den kann er morgen nicht. Der wollte morgen irgendwie einen 24er wegkriegen. Aber wie gesagt, ich kann nicht, weil ich morgen einen Arzttermin habe. Musste ich leider absagen, den David. Sonst meinte der Jana, das bin ich ja gerne bereit, immer zum Tauschen und so, aber wie gesagt, ich habe einen Termin, kann ich. Ja, und Dienstag hat er mich auch gefragt, aber Dienstag habe ich ja den Dreier, habe ich ja 12 Stunden. Also mit dieser Variante hier, muss ich sagen, ne, mit diesen Ausschneiden von den, so mit meinem Winkel und einem Cuttermesser, das macht sich wirklich gut. Habe ich ja letztens schon gemacht bei Freds Imbissbude. War ich eigentlich auch recht begeistert von. Den Aussichtschneider, also werde ich weiterhin so machen. Mittwoch bist du auch, ich bin Donnerstag erst dann wieder da. Ja, weiß nicht, vielleicht hat Rühner ihn gefunden für morgen. Wie gesagt, Rühl wollte morgen seinen Dienst loswerden. Hat er mich gefragt und ich kann aber nicht, wie gesagt, sonst werden wir morgen nämlich BD fahren. Schade eigentlich, aber wie gesagt, den Arzttermin kann ich nicht verschieben, weil das so ein Facharzttermin ist bei der Endokrinologie. Und da kommt man immer schwer an Termine ran. Und deswegen kann ich den definitiv nicht absagen. Wichtig für mich, der Termin. Mit meinem Bauch. Mit meinem Bauch hatte ich ja jetzt gestern und heute ganz schön mit meinem Bauch zu tun. Ihr habt jetzt gerade geht's einigermaßen wieder. Aber so gestern war echt unschön und heute Vormittag war auch echt unschön. Wissen ja, haben wir irgendwie was Falsches gegessen oder so. War nicht schön. Uppa. Ich muss mir echt merken, dass ich mir noch Klarlack hole. Denn mache. Zack, was das auch fällt mir fast alles runter. Ist das auch schon mal fertig? Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir damit mit fertig werden. So viel wie ich hier bekleben muss. Ja, das müssen wir danach müssen wir erstmal. Danach kommt der Schirmständer. Und nach dem Schirmständer kommen 8 Stühle, 2 Tische. 8 Stühle, 2 Tische danach. Schon ordentlich. So. Jetzt wieder ordentlich bekleben. So ein bisschen. Judith. Ja, schaffst du auch, Micha. Musst du ja nicht heiraten. Aber ich weiß, so 24 Stunden sind schon echt lang, ne? Und wenn du dann noch viele Einsätze hast, ist schon so ein bisschen nervig. Ich kann mir schon vorstellen. Also hast du eigentlich die Bratwurst abgeholt von Jan? Wie wichtig ist, habt ihr denn schon gegrillt?
Die Bratwürste. War lecker, Wahnsinn. Ich bin auch auf Dienstag gespannt. Dienstag, wenn er es schafft, wollte er mir ja diese Tomate-Mozzarella-Bratwurst mitbringen. Ja, da bin ich schon echt richtig gespannt drauf. Schmeckt. Du hast dir ja Kräuter und Käse mitgenommen, ne? Ja, geholt, schon ein paar verputzt. Ja, die sind richtig lecker gewesen, oder? Also, der Wahnsinn. So stelle ich mir Bratwurst vor, ey. Genauso, und die war richtig lecker. So, die ersten Schilder haben wir beklebt. Jetzt geht's los mit dem Schirm. So, Schirm. So, muss man gucken. Schirmständer. So, die 617. 617 und die 16. 16 ist das hier. Bratwurst, normal und Käse. Ja, die waren auf jeden Fall super lecker. Also, Bäumchen. So. So echt schnibbeln hier so ein bisschen. Ist doch echt hier. Wo passt denn das da nicht hin? Was ist das hier? Passt das wunderbar hin? Und hier. Jetzt kriegst du. Nee, das ist schon drin, jetzt brauche ich es auch nicht mehr rausziehen. Das brauche ich nicht mehr festkleben, das ist so fest drin. Das ist so fest drin. Morgen bringt der mir auch Tomate-Mozzarella mit. Ja, das ist auf jeden Fall super lecker. Bin auch schon gespannt drauf auf die Tomate-Mozzarella. Die schmecken wird. Wie gesagt, wenn die nur halb so gut schmeckt wie die anderen, ist das schon voller Erfolg, ja. Die sind also spitze, wirklich spitze. So, wollen wir mal gucken, dass wir das hier vernünftig eingeklebt kriegen. Oh, läuft der hier schon mehr. Alle hier. Machen wir anders, machen wir einen Sekundenkleber. Ja, machen wir einen Sekundenkleber machen. Ja, aber mit Sekundenkleber macht sie besser. Mittwoch auch mit dem Boss fahren. Mittwoch. Wer ist denn Mittwoch da? Ich bin Mittwoch. Wen meinst du mit dem Boss? Ist der Mittwoch noch da? Ach, mit dem Willi. Ja. Ja, naja, was heißt Geduld? Ja, das ist ja, das sind ja, ich sag mal, das sind ja Bausätze, die, die sind ja nun nicht so, so anspruchsvoll, wenn man so H0 oder so zusammenbaut, das ist schon echt, echt heftig. Finde ich. Finde die gehen hier so. Und das geht hier alles so. Geben würde hier. Wollte mir eigentlich schon immer Föhn rausholen. Uwe Bauer und ich. Na, du kannst ja vergessen. Uwe wird nicht mit der Bauer fahren, also. Wollte mir eigentlich schon immer mal einen Föhn mit rausnehmen. Das habe ich mal wieder vergessen. Soll es auch anders?
Bisschen friemlich. Ja, das muss ich ein bisschen halten, ey. Du auch nicht, ne? Ja, dann müsst ihr zu dritt fahren, dann muss ich alleine fahren. Ah, vielleicht ändert sie sich ja noch. Vielleicht ändert sie sich. Man muss auch mal das Gute in den Menschen sehen, ne? Denn das sind so ein bisschen im Waageblatt und dann wird es schon irgendwie fest, nicht wahr? Schon bei der Brücke verzweifelt, aber Sarah hat es ja hinbekommen. Ja, man muss sich einfach Zeit dafür lassen. Man muss sich ein bisschen Zeit dafür lassen und dann geht es schon. Ein bisschen Zeit dafür lassen, ganz in Ruhe machen. Oh, jetzt kommen aber die Stühle, jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das sind 13er und das sind 11er und 12er. Sind 11er und 12er, okay. Dann schneiden wir uns die mal aus. Stühle wie die draußen, die muss ich dann draußen aber auch irgendwie befestigen. Die muss ich irgendwie festkleben. Draußen werde ich wahrscheinlich auch mit Sekundenkleber machen. Weil die fliegen ja beim kleinsten Windhauch werden die wegfliegen. Beim kleinsten Windhauch fliegen die weg. Auf jeden Fall mir dann was einfallen lassen. Spritzgussnasen sind ganz schön feste hier. Vielleicht doch lieber mit einem Messer hier ausschneiden auch. Ich glaube, ich besser machen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Könnte zusammengefrieren. Mit. Ab. Da mal gespannt. Wollen wir schnell mal. Okay. Unterlagen kann ich abklacken hier. Einmal, zweimal. Hallo Anthony, grüße dich. Und dann wollen wir mal gucken, dann sollen die ja, müssen wir mal gucken, dann ja so. So macht's mehr Sinn. Jetzt warte ich, werde aber vorher meine Spitze mal befüllen wieder. Spitze wieder befüllen. Ja, nicht machen. Freut sich schon auf die Erweiterung. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass er sich darauf freut. Ist ja auch was Schönes. Nur als Spritzchen nachgefüllt. Zack. Oh, jetzt klebt es wieder fest hier. So, und dann bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, ob wir das hier klebt kriegen. Vernünftig. So.
Fällt mir das Brütze fast runter. So, sind ja bloß 8 Stühle, die wir machen müssen. Sind ja bloß 8 Stühle, die ihr macht. So, haben wir schon einen Stuhl fertig von 8. Haben wir schon einen von 8 fertig? So, okay. Wollen wir mal gucken. 11 und 12, genau. So, und jetzt machen wir jetzt aber schnell, machen wir jetzt doch mal so aus. Weil schön gerade abgeschnitten ist. So, dann überlege fast. Warte mal. Ich versuche das mal mit der Klemme wieder zu machen. Das hat sich letztens mit den Fahrrädern ganz gut gemacht mit der Klemme. Vielleicht macht sich hier nehmen. Mal gucken. Nicht süd, warte mal, das ist nicht irgendwie ganz süd mit der Kette, ne? Das andere. Ja. Aber waren denn die Brücke so viele Teile eigentlich? Ja, recht wackelige Sache gerade. So. Naja, haben wir schon mal Stuhl Nummer 2. Sind's ja bloß noch 6. Jetzt eigentlich schon mal fest geworden hier. So, ganz leichter Schräglage. Auch nicht schlecht. Gefällt mir. Gefällt mir. Super. So. Achso, halt. Ich brauche noch diese Teile hier. Ja, irgendwie hängt noch nicht so den. Weil da den Kleber auf und klebst. Aber ich probiere immer anders. Ich mache mir jetzt mal hier Kleber drauf. Mal gucken, ob sich das besser so macht, wenn ich da den Kleber drauf. Also auf die.
besser. Viel besser ging es jetzt auch nicht, aber auch nicht schlechter. Noch ein Stuhl fertig. Sehr schön. Hast zwei jetzt von den schönen Wagen, okay? Das ist gut. Also wie gesagt, die haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, alles klar, Micha, bis dann, mein Lieber. Ja, also wie gesagt, die Wagen haben mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich meine, die passen... überlege, ob ich, wenn ich mir nochmal eine Dampflok hole oder so, dass ich die mir vielleicht dann auch besorge. Also wie gesagt, die fallen mir eigentlich ganz gut, die Waggons, die du da hattest. Von welcher Firma waren die jetzt gewesen nochmal genau? Also wie gesagt, so von Aussehen her haben die mir echt sehr gut gefallen. Da haben sie mir echt sehr, sehr gut gefallen. Ach genau, so hießen die. Mhm. Ja, nee, die haben mir eigentlich wirklich auch recht zugesagt, muss ich sagen. Die waren schon nicht schlecht. Boah, was heißt waren? Die sind schon schlecht, also. Man muss ja doch ganz ehrlich sagen, man kann ja auch für so Personenwaggons so unheimlich viel Geld lassen. Ja, natürlich echt heftig. So, wenn ich mal an die Waggons denke, was ich mir jetzt geholt habe, die Silberlink-Verschnitt, diese Nahverkehrswagen, sind schon echt sehr preisintensiv. Recht preisintensiv. Ja, ich weiß immer nicht, ob der Preis so gerechtfertigt ist, ja. Ich weiß nicht, ob der Preis so gerechtfertigt ist, weil es ist schon heftig, teilweise dafür aufrufen, ja. Ach, ein Überbleibsel vom LGW, okay. Aber seid doch mal ehrlich, oder segtet alleine nur so, oder findet ihr die Preise auch teilweise echt übertrieben, was LGB und Pico für Gatten, Eisenbahn, Waggons so aufruft, oder überhaupt alle Spur-G-Hersteller? Also ich finde es wirklich teilweise echt übertrieben, ja. Ich meine, es sind ja nun keine Kleinserienhersteller, wo man sagt, okay, müssen eben doch zusehen, die stellen eben nur kleine Serien her und müssen eben doch zusehen, dass sie mit einem Arsch an der Wand kommen, ne? Aber wie gesagt, Pico und so sind keine kleinen Serien. Ich habe für einen 51 Euro bezahlt, das ist ein Witz eigentlich, 51 Euro, ja? Im Moment finde ich die Preise nach Gold gerechnet. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich. Aber wie gesagt, 51 Euro ist doch mal ein Witz für so einen Waggon, das ist ja gar nichts. Wenn ich überlege, ja, also wenn ich gut bin, kriege ich für 51 Euro so einen Schüttgutwagen, ne, der in den Pico Starter Sets mit drin ist, ja. Wenn du den neu kaufst bei Pico, also nicht aus dem Startset, sondern einzeln aus einer
normalen Umverpackung, mit Umverpackung und alles bezahlst du 80 oder 90 Euro. Und ich, ey, Leute, das ist Plastik, das ist auch nur Spritzguss, ja. Und ich, boah, ich find's echt übertrieben. Ich find's echt dermaßen übertrieben. Also, vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Vielleicht bin ich auch alleine nur der Meinung, aber ich find's doch Tatsache echt. Also, meinen Augen wirklich übertrieben. Also, gar keine Frage. Mir gefällt's. Ich werd's mir auch weiterhin kaufen, logischerweise. Aber, Mensch, man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? Man muss die Kirche auch mal so ein bisschen im Dorf lassen. Und wie gesagt, das ist ja Pico nicht alleine. LGB ruft ja auch derbe Preise auf. Ne? Das ist bei den Loks, muss ich sagen, sehe ich es so ein bisschen ein. Ja, die kriegt man ja teilweise für, also wenn es jetzt nicht gerade Dampfloks sind, ne? Obwohl Dampfloks ja in den kleineren Spuren auch relativ teuer sind. Muss ich sagen, das, was mich so interessiert, so Diesel-Lok und E-Loks, ist ja so meins, sind das, kriegt man die schon für Preise, wo ich sage, hey, okay, kann man machen. Aber wie gesagt, mit den Waggons, wo man ja, man möchte sich ja nicht nur in Waggon dahinter hängen, das kommt ja dazu, die Waggons denn so viel noch aufzurufen, finde ich echt sehr krass. Finde ich echt sehr, sehr krass. Mit der Häuser hier, was wir bauen, die sind auch relativ teuer, wenn man sich die direkt vom Hersteller oder direkt neu kauft und nicht mal bei, also neu sind es ja eh, oder mal Glück hat und bei eBay oder so wirklich gute Schnäppchen macht. Ja. Finde ich das auch teilweise, ja, teilweise echt übertrieben. Ja, ich meine, das ist alles nur Plastik und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass eben nicht so viel davon verkauft wird, dass der Markt eben nicht so groß ist oder die Nachfrage nicht so groß ist. Was vielleicht daran nicht. Das nächste, was mich so ganz, ganz doll stört, also, aber so richtig doll, ist, dass die Spur-G-Sachen teilweise so kurz im Sortiment nur sind, dass man wirklich gezwungen ist, sich Neuheiten sofort zu kaufen, weil ihnen einen gefallen, ja, weil sie mit größter Wahrscheinlichkeit innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren allerspätestens, ja, wieder raus sind, ne? Da sage ich echt, das finde ich echt krass. Das finde ich echt krass, ja. Also, und auch ärgerlich irgendwo. Da wird man so ein bisschen wirklich gezwungen dazu, sich das gleich zu kaufen, wirklich eine Stange Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, das gefällt mir wirklich gut, ich will es haben. Und meistens ist ja so, dass man sagt, okay, pass auf, ich kaufe mir erstmal nur einen Waggon, für zweite ist jetzt gerade das Geld, sage ich mal, noch nicht da, weil sie kosten nur eine Menge, ja. Und dann sagst du, okay, ein Jahr später habe ich mir wieder ein paar Taler zusammengespart, weil es ist ein Hobby, ja. Leute, es ist ein Hobby und das ist nicht, was man sich hier jeden Monat was kaufen soll, ja. Ein Hobby, so ganz entspannt immer ein bisschen was kaufen. Ja, und ich finde es dann eben krass, man kann teilweise nicht sagen, okay, ich kaufe mir diesen Monat den ersten Waggon und von mir aus, sagen wir mal, in einem halben Jahr habe ich mir den zweiten Waggon oder so zusammengespart, dann kaufe ich mir den zweiten eben in einem halben Jahr. Ja, das geht manchmal nicht, weil sie dann schon wieder Auslaufmodelle sind, ne? Weil sind dann schon wieder Auslaufmodelle und da frage ich mich dann auch manchmal, ey Leute, warum? Warum? Lasst sie doch einfach mal bitte ein bisschen länger. Lasst sie doch einfach mal länger im Sortiment und stellt's auch noch länger her. Ja, also das ist, ich verstehe es einfach nicht. Also ich find's echt richtig nervig. Dann geht das bei den anderen Spuren, bei Spur G und H0 und ja, da ist es anders. Ja, da ist es wirklich anders. Jetzt muss man dazu sagen, da ist die Auswahl natürlich auch deutlich größer, ja. Die haben, aber gut, das verstehe ich, dass die Auswahl da größer ist, ne? Der Markt dafür, boah, die Interessenten dafür sind ja auch deutlich mehr, ne? Es gibt ja, man überlegt, man kann den DAFT ja nicht vergleichen, ne? Es machen ja im Gegensatz zu H0 oder N machen ja relativ wenig Gartenbahnen und so.
Ja, dann kann ich es auch verstehen, dass das Sortiment vielleicht dann nicht so groß ist und dann vielleicht nicht ganz so viele Neuheiten kommen, weil gesagt wird, okay, unser Hauptaugenmerk liegt eben einfach mal auf H0 und so. Das ist auch okay und wir bauen eben so ein paar Sachen nur, oder wir bauen eben nicht ganz so viele Sachen für G. Aber ich finde es eben echt blöde, dass das immer so schnell aus dem Sortiment wieder raus ist. Finde ich echt richtig doof. Weil man ist teilweise wirklich gezwungen dazu. Ja, man darf sich nicht immer, das ist, ja, Ingo, hast du recht, eine BA 218, die ja eigentlich so ein bisschen wie Sand am Meer gibt, 400 Euro, das ist aber, glaube ich, der Herstellerpreis, man kriegt sie eben deutlich billiger, man kriegt sie schon deutlich billiger, also ich glaube, ich habe meine damals für 280 bekommen, igelnagelneu, also, das ist nicht, den Herstellerpreis darf man mal nicht nehmen. Also man nimmt ja meistens eh immer seine eigenen Seiten, wo man kauft. Ne, man hat ja so seine Händler des Vertrauens. Und was ich eben auch sehr, sehr schade finde, also ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne, bin ja so ein Freund davon, Händler zu unterstützen, die wirklich noch einen Laden haben. Bin ich ein sehr, sehr großer Freund von. Also wirklich so regionale Läden. Also regional die Leute unterstützen auch die Händler und so. Bin ich ein ganz, ganz großer Freund von. Muss ich aber das große Aber sagen. Ja, das große Aber ist, dass die einfach nicht annähernd, also wirklich nicht mal annähernd an die Preise rankommen, was jetzt zum Beispiel mein Händler des Vertrauens oder meine Händler des Vertrauens über einen Online-Shop machen. Und wir reden da nicht nur über 10, 20 Euro, wir reden da teilweise über 100 Euro auch, ja, so bei Loks und so. Da muss ich dann auch einfach sagen, hey, okay, bin zwar ein Freund davon, Händler zu unterstützen, die noch eigene Läden und so haben, aber wenn es dann wirklich ein 100 Euro Unterschied ist pro Lok oder überhaupt, dann sage ich mir auch, ja, okay, nee, dann bestelle ich auch im Internet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber finde ich eben schade. Also ich würde es eben cooler finden, wenn die Händler da diesbezüglich eben auch ein bisschen noch bessere Preise kriegen wie die Online-Händler, so dass die auch deutlich preiswerter anbieten können. Ja. Aber das Problem bei normalen Händlern ist ja immer, darf man nicht vergessen, normale Händler, die müssen ja auch im Laden stehen. Und die müssen ja die haben ja auch sozusagen eben auch andere Nebenkosten als ein Online-Händler. Ja, obwohl, wenn ich so überlege, mein Online-Händler hier, wo ich viel bestelle bei Modellmannshop Lippe, bestelle ich sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig. Bei denen ist jedes Produkt erstmal generell 10% billiger als, müssen auch was verdienen, ja klar, Ingo. Also bei Lippe, bei Modellbahnshop Lippe ist es ja eben so, dass erstmal bieten sie generell alles 10% billiger an. So, als Herstellerpreis. Das ist das Erste. Das Zweite ist, für jeden Einkauf, für jeden Taler, den du ausgibst, kriegst du Bonus. Du sammelst auf so ein Konto, dann Geld, ja, Bonusgeld. Das ist top, das ist unschlagbar. Oder zum Beispiel Hertle heißt ja. Da ist es genauso, der hat auch meistens so 10% oder wenn du eben oft genug eingekauft hast bei denen, hast du generell immer einen 10% Rabatt auch und du kriegst manchmal da, die haben manchmal so krasse Angebote, meine V20, die habe, ich weiß nicht, Herstellerpreis 320 Euro oder sowas, irgendwie so in den Dreh und ich habe sie für 199 gekriegt, also super geil. Und es kann dir einfach ein Festhändler nicht anbieten, obwohl ich mich immer frage, Modellmannshop Lippe zum Beispiel, ja, der hat auch mehrere Läden. Der hat mehrere Läden. Und der hat genauso eine Kosten und der vertreibt es aber genauso in den Läden so preiswert. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Aber das läuft eben. Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne in Oranienburg, das ist der nächste Händler, den ich habe, den würde ich schon auch gerne unterstützen, ja, aber es ist einfach zu teuer für mich. Also was heißt einfach zu, also ich sehe es eben nicht ein, wenn ich es
wirklich deutlich preiswert, also wirklich deutlich preiswert. Wie ich schon sage, wir reden nicht über 10 Euro hier pro Produkt, ja, wir reden über deutlich mehr. Wenn ich das wirklich deutlich preiswerter kriege, dann tut es mir echt leid, dann kann ich da auch nicht, dann unterstütze ich dahingehend auch nicht. Finde ich echt traurig. Finde ich wirklich traurig, weil ich wirklich ein großer Freund davon bin. Aber alles hat so ein bisschen seine Grenzen. Weißt du, wie ich meine? Alles hat so ein bisschen seine Grenzen mit dem Unterstützen. Wo ich jetzt regional wieder groß unterstütze, also was heißt groß unterstütze, aber wo ich jetzt wieder unterstütze, ist Zaunbau. Das bleibt ihr Thema bei uns in der Region, Zaunbau. Gibt genug Zaunbaufirmen hier in der Gegend bei uns. Und bei uns in der Gegend kaufen aber viele ihren Zaun, weil wir relativ polennah sind. Und die Polen, die machen auch wirklich richtig hübsche Zäune und richtig gute Zäune für ein gutes Geld, ja, für nicht viel Geld. Da habe ich mir aber gesagt, weil ich jetzt dran, also wir sind dran mit Zaun, unser Zaun fällt mittlerweile schon auseinander. Da haben wir eben gesagt, hey, wir nehmen regionale Firma, die zu unterstützen, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit. Und jetzt muss ich dazu sagen, finde ich eben wichtig bei so Sachen, dass man immer gleich einen Ansprechpartner hat. Ne? Wenn sie kacke geworden haben, dass du gleich hingehen kannst und sagen, ey, Meister, so geht das aber nicht. Ne? Und deswegen haben wir jetzt eine deutsche Zaunbaufirma genommen, die ganz in der Nähe hier von uns sitzt. Und ich bin gespannt, die wollen jetzt eigentlich im Mai anfangen. Ich muss morgen nochmal anrufen, dass die mir jetzt mal einen Termin geben. Die sind übrigens, ihre Auftragsbücher sind wohl extrem voll. Aber die haben mir eigentlich versprochen, dass sie im Mai meinen Zaun machen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie das einhalten, weil wenn nicht, würde ich das sehr, sehr traurig finden. Dann wäre ich da schon mal nicht so begeistert mehr von. Aber eigentlich haben sie sehr, sehr gute Rezessionen alles gehabt und Bekannte haben mir auch erzählt, die haben auch die mit der Zaunbaufirma gebaut, die waren auch sehr zufrieden mit. Ja. Und bin gespannt. Bin gespannt, ob es jetzt im Mai was wird. Wäre traurig, wenn nicht. Aber denke schon. Haben es mir ja eigentlich versprochen. Gehe gut davon aus, dass es was werden wird, ne? Ich schau mal. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und werde morgen mal anrufen. Mal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist. Anzahlung habe ich ja geleistet, was ich auch in Ordnung finde. Ja, Material muss beschafft werden. Es gibt genug Bauherren, die zahlen, wo dann teilweise die Firmen wirklich auf ihre Kosten sitzen bleiben. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung, dass man eben den größten Teil an Materialkosten, also man schießt ja nicht alles an Material vor, aber einen ziemlich großen Teil, dass man den eben als Vorzahlung eben leisten muss. Das ist in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Und ja, das habe ich jetzt gemacht und dann wollten sie eigentlich anrufen, zwecks Termin. Die haben, so wie es aussieht, momentan so, die hängen so richtig voll, weil mein Schwager und meine Schwester, die wollen auch sich Zaun machen lassen. Und mein Schwager, den hat halt erzählt, dass die so extrem volle Auftragsbücher gerade haben, dass sie teilweise gar nicht hinterherkommen. Lustigerweise, das hat er mir auch erzählt gehabt, wo der Chef bei mir zum Aufmaß war. Mir erzählt gehabt, dass ich mache ja so Doppelstegmatte, so ein ganz normalen Standardzaun eben, relativ wartungsarm und alles. Oder eigentlich ist es ja wartungsfrei, wenn man es ernst genau nimmt. Dann hat er gesagt, na Gott sei Dank nimmst du kein Schmiedeeisen, nicht sowieso, näher. Da könnten wir dann drüber sprechen mit dem Bau des Zaunes nächstes Jahr. Weil Schmiedeeisen ist, dauert wirklich ewig bei uns hier. Momentan wird wahrscheinlich nicht nur bei uns so sein, wird in vielen Bundesländern so sein, aber bei vielen Firmen, weil Schmiedeeisen wird eben wirklich vom Schmied eben auch hergestellt und dauert ewig. Dauert wirklich ewig. Und ja. So, wollen wir mal gucken, was haben wir als nächstes? Achso, jetzt müssen wir Tische zusammenbauen zweimal. Also Stuhlarmee haben wir schon fertig. Stuhlarmee haben wir fertig hier. So, tatsächlich, also ein paar Stühle werde ich auf jeden Fall vielleicht sogar bei der Imbissbude hinstellen. Die Tische sind die 16, 14. Ich würde ja lustig mit dran. Welche? Die Beine sind es, die 15er Beine sind es. Das dürften die sein, ja.
jetzt gedacht, die werde ich mal ausschneiden. Die so ausschneiden mit dem Cutter. Ich. Gleich an und muss nicht so viel. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf unseren neuen Zaun, weil wenn der neue Zaun vorne da ist, kann ich nämlich vorne endlich meine provisorische Strecke fertig bauen und sie und dann entsteht ja vorne auch die Stadt noch und da kann ich sagen, da kommen auf jeden Fall sehr, sehr, also kommen einige Livestreams dann wieder, Zusammenbau-Livestreams, ich habe schon einige Häuser da, bestellt habe ich noch mehr sogar, da wird es einiges kommen, weil ich vorne, wie gesagt, ja eine Stadt entstehen lassen will. Richtig. Und da werden so einige Livestreams kommen. Da haben wir auf jeden Fall gut was zusammenzubauen. Eine ganze Menge. Alleine habe ich mir vom Pico die 5 Stadthäuser bestellt gehabt. Das sind die ja, mit dem Friseursalon, mit dem Arzt, mit der Apotheke und sowas. Die hatte ich mir alle bestellt gehabt, weil ich die wirklich cool fand und die passen auf jeden Fall zu der Idee, die ich mit meiner Frau habe, vorne. Und deswegen haben wir die bestellt. Auch diese sind Auslaufmodelle. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das sind auch Auslaufmodelle. Da frage ich mich auch, ey. Das ist, bei den Häusern finde ich es noch, also ganz ehrlich, bei den Häusern finde ich es sogar noch ärgerlicher, dass das Auslaufmodelle sind, ja. Warum? Weil es gibt wirklich nicht viele Häuser für Spur G, aber besser gesagt, es gibt echt wenig, richtig wenig Hersteller für die Spurgröße, Spurgröße G, die Häuser herstellen, ja, oder besser gesagt anbieten. Da gibt es ja richtig wenig von. Also meines Erachtens nach, die beiden größten sind eigentlich wirklich nur Pico und Fallas Spur G-Programm Polar. Also es ist wirklich nicht viel. Ja, und ansonsten so mit den Figuren, da nehmen sie die auch von Lebendien, wa? Die sind ja nun richtig teuer, aber ich muss leider sagen, man kann nicht die China-Ware nehmen. Die China-Ware kann man wunderbar nehmen, um seine Waggons zu bevölkern. Da sind sie sogar ratsam, die zu nehmen, weil die 1:22er Größe da nicht vernünftig reinpasst. Also die wären zu groß. Die 1:22,5, also die von Preiser oder von Preiser Heki oder? Nee, Preiser und Polar. Von Preiser und Polar. Die sind echt zu groß und da sind wirklich die 1:25, die man jetzt China-Ware kriegt, wo man für 45 sitzende Personen irgendwie 30 Euro zahlt. Die sind schon deutlich besser dafür geeignet. Also die haben sich auch gut eingeklebt und passen wirklich wunderbar rein. Habt ihr ja vielleicht in meinem YouTube-Video gesehen. Aber ansonsten für die Bevölkerung draußen sollte man auf jeden Fall Preiser leihen oder die von Polar nehmen. Die passen einfach deutlich besser hin, muss ich gestehen. Aber die kosten natürlich voilà. Wird nicht wenig. Aber gut, da kann man eben sagen, wenn es so nachher um Figuren geht, kann man sagen, hey, okay, So ein Set kostet meistens so um die 30 Euro mit 4 bis 6 Stück drin, kommt auf einmal an, was man da jetzt genau haben will. Kosten so um die 30 Euro und da kann man dann sagen, hey, okay, im Monat vielleicht kann ich mir die 30 Euro leisten, dann bestelle ich mir einmal im Monat eben ein paar Preiserlein oder ein paar, paar Polar-Figürchen und dann setze ich die dahin. Dann ist okay.
Was bei mir, sag ich mal, momentan so das bisschen Problem ist, ich habe so mehrere Baustellen, ne? Also ich baue ja gerade den Bahnhof Rosenbach, den möchte ich ja. Das ist ja so ein Projekt, was ich definitiv dieses Jahr vollenden will oder jetzt in der nächsten Zeit vollenden will. Das ist mein eines Projekt. Das nächste Projekt ist das vorne ausbauen. Da wird ja der Bahnhof aber auch dieses Jahr nicht mehr kommen, denke nicht, weil, wie gesagt, kostet einfach mal richtig Kohle. Das ganze Zeug, das wird dieses Jahr nicht mehr kommen, aber die Strecke will ich ihm fertigstellen. Ne? Das ist die nächste Baustelle. Dann, was habe ich noch für eine Baustelle? Gartenbahntechnisch gesehen ist die nächste Baustelle, wenn ich die Strecke fertiggestellt habe, die Automatisierung, da müssen auch noch Belegmelder sozusagen gekauft werden, die ich wahrscheinlich auch von Marius Deger, also von MD Electronics nehmen werde, weil mir die ganz gut gefallen, weil man da auch die Stromfühler einstellen kann an sich. Und ja, genau, also so ist erstmal auf jeden Fall der Plan für die Gartenbahn. Dann kommt es dazu, die Moba-Bude muss ringsherum fertiggestellt werden. Es sind noch zwei Wände, die definitiv mit Schindeln rangemacht werden müssen. Da halt die Schindeln aber da. Da muss der Dachkasten fertig gemacht haben. Den habe ich noch nicht da, den muss ich erst fertig machen. Dann innen drinne, es wird auch so ein Winterprojekt, muss der kleine Teil von der Moba-Bude, da wo die Geräte drin liegen und so, der muss fertiggestellt werden. Also ich habe einfach mal richtig, richtig viele Projekte, die ich noch zu bewerkstelligen habe. Und es kostet ja, wie gesagt, alles Geld. Und deswegen ist so mal, eigentlich ist das so momentan eher so mein Problem, dass ich viele Projekte habe und dass ich mir natürlich nicht alle Projekte gleichzeitig leisten kann. Das kommt auch noch dazu, aber das ist einfach so. Ist ja auch prinzipiell nicht ganz so wild. Kann man ja alles so nach und nach ganz entspannt machen. Aber was ich eben so ein bisschen ätzend nicht ätzend finde, also es dauert eben alles seine Zeit, aber es ist ja auch ein Hobby. Ein Hobby muss einfach auch ein bisschen soll ja auch ein bisschen Zeit kosten, gar keine Frage. Soll ja auch ein bisschen Zeit kosten. Und naja, das ist eigentlich mein eigentliches Problem, dass ich viel zu viele Projekte mit E-Mail habe. Das ist mein eigentliches Problem. So, wir machen jetzt mal eins. Wir machen mal, schmeißen mal unsere Heißklebepistole an. Schmeißen wir unsere Heißklebepistole an. So. Weil ich möchte nämlich gleich die Lampe dann mit einbauen. Heißklebepistole, Schnipse-Jummis. Da wollte ich mir nochmal andere bestellen. Die sind ein bisschen klein hier. Habe ich aber noch nie gemacht. Bin ich noch nicht zu gekommen. Besser gesagt, habe ich nicht mehr dran gedacht. Muss ich aber auf jeden Fall noch machen. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir die am besten zusammenbauen. Wir gucken uns mal das Bild an. Die Tür ist auf der rechten Seite, wenn ich davor stehe. Das wird die Durchreiche sein, ne? Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Genau, das wird nachher die Durchreiche. Das ist fest. Tür. Wie passt das zusammen jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. So. Frag mich bloß gerade, warte. Muss ich da glatt mal gucken, ob das so ihr wollt. Ich muss die mal kurz aneinander stellen und mir ein Bild davon machen. Ah, nee, genau so kommen sie nämlich. Falsch geklebt. Hätte ich sie wieder fast falsch geklebt. So. Warte mal nochmal ganz kurz gucken. Also, wie kommen sie? Also. Muss. Bisschen was.
So, das ist eine Mal. Ja, und die Zeit, siehst du, das kommt nämlich auch noch dazu, Ingo. Die Zeit. Zeit ist ja, man geht ja noch so ein bisschen arbeiten. Und es ist ja nicht so, wenn man da mal nicht arbeiten geht, dass man dann sofort Zeit hat für seine Jattenbahn. Nee, so ist es nämlich auch nicht, weil man hat ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Ne? Man hat ja auch immer noch ein paar andere Sachen zu tun. Muss man ja auch dazu sagen, es dreht sich ja nicht alles immer um die Jatteneisenbahn, obwohl es schön wäre, aber es ist ja nun mal nicht so. Man hat ja auch sozusagen andere Verpflichtungen noch. Und deswegen, Zeit ist eben so ein Grund. Aber für mich ist die Gartenbahn einfach, für mich ist mit der Gartenbahn einfach schön. Das ist so echt entspannt, schöner Ausgleich für meinen Job. Ansonsten habe ich im Winter neben meiner Gartenbahn eigentlich noch mein Computerspielen, was ich sehr gerne mache. Und also wie gesagt, ich habe eigentlich noch Hobbys, aber man hat eben auch immer noch ein paar andere Sachen zu tun. Man kann sich ja nicht immer die ganze Zeit nur mit seinem Hobby beschäftigen. Das funktioniert ja nun auch nicht. Das ist nun mal einfach so. Aber da erzähle ich ja nichts Neues in dem Sinne. Warte mal, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren, dass ich das nicht falsch zusammenklebe. Und ah, okay. Ja, also, da muss Tatsache hinten das Fenster sein. Also, das kann man gar nicht so zusammenbauen, wie man möchte, sehe ich gerade. Sondern das ist da wirklich vorgegeben mit, das ist eigentlich auch ganz cool, dann passt das wirklich haargenau zusammen. Das ist natürlich eine coole Nummer. Dann passt das da genau zusammen. Auch schön gemacht. Also die Hauskanten kann ich jetzt schon mal sagen, finde ich besser als bei Pico geregelt. Ja, weil passen wirklich perfekt zusammen. Ja, die passen wirklich perfekt zusammen. Das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Ist sehr, sehr gut zusammen. Und die verrutschen auch nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich mache mir jetzt ein paar Schnipselgummis rum, auf jeden Fall. Machen wir ein paar Schnipselgummis jetzt hier gleich rum. Die passen wirklich, also ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich doch die Hersteller sind. Jetzt muss nur mein Schnipsel hier rumpassen, ohne dass er gleich wieder reißt. Ah, ein Tick größere wären, glaube ich, nicht schlecht. Nicht viel, aber ein Tick. Also für die Häusergröße passen sie ganz gut. Aber wenn man größere Häuser zusammen braucht, braucht man logischerweise größere Gummis. Also viel weiter kriegst du die nicht gestreckt hier. Viel weiter kriegst du die nicht gestreckt. Dann fliegen sie einen nämlich um die Ohren. So. Mal ein bisschen echt drücken. So, warte mal, dann machen wir den noch ein bisschen
Kanten alle passen hier. Das ist schön. Super, dann kann das nämlich einmal erstmal das einmal ein bisschen zusammenkleben hier die ganze Geschichte. Einmal alles zusammenkleben. Sehr, sehr schön. Und dann werden wir erstmal, warte mal, ist das eigentlich auch, ist es egal, wie das Dach raufkommt? Das ist die Frage. Jetzt muss ich doch gleich mal ganz kurz gucken. Bei diesem Dach egal, oder? Ist da auch eine bestimmte, nö, das ist Tatsache egal, das ist gut. Dann kann ich nämlich jetzt das schön trocknen lassen. Mit den Gummis. Ja. Ja, ja. Ja, ist schön, wenn man dann auch so welche Nachbarn hat, die das dann nicht verstehen, ne? Da, naja, da kann ich, wie gesagt, das ist für mich echt sehr unverständlich, denn Garten habe ich jetzt, wie gesagt, die Woche lang gemacht, habe viel, viel weggefahren und da habe ich, wie gesagt, auch eine ganze Menge zu tun. Ihr habt jetzt so die. Wo malt denn jetzt mein Stift? Da habe ich die Woche wirklich echt auch viel zu tun gehabt. Im Jatten habe alles weggefahren, weil ich ja meine Hängerankupplung jetzt gekriegt habe, endlich. Und ja, ist dann schön, wenn man solche Nachbarn hat, die dann so überhaupt gar kein Verständnis haben. Das ist dann ganz toll. Ganz, ganz klasse dann. So, da versuche ich mal die Heißkleber-Variante. Die Heißkleber-Variante, die habe ich vom. Den letzten habe ich mit normalen Plastikkleber-Tatsache festgemacht. Ja, letzte habe ich mit normalen Plastikkleber festgemacht. Und das hat auch sehr, sehr gut gehalten. Also meine Idee, da hat er ja irgendwo, da hast du mir auch geschrieben, das ist doof mit der Geschichte Klebeband oder Klebestreifen. Und deswegen habe ich das letzte dann eh nochmal geändert gehabt auf Plastikkleber. Und jetzt habe ich vom Kai jetzt bin ich mir nicht so sicher, wie er hieß. Auf jeden Fall auch ein YouTuber. Der hatte mir eben geschrieben gehabt, ey, ich mache das alles mit Heißkleber. Und da wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Und ich bin gespannt, ob das auch so gut hält, wie ich mir das denke. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon bombenfest. Das ist sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ist es jetzt richtig bombenfest schon. Das ist sehr, sehr gut. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Dach am schlauesten raussetzen. Da vorne ist die Durchreiche. Jetzt ist mein Fernseher schon wieder ausgegangen. Anschalten. Jetzt hat er bestimmt auch mir das Bild weggemacht. Lass mal kurz anziehen. Ich guck mal jetzt mal meinen Fernseher. Der ist nämlich gerade ausgegangen. So, da hab ich mir fast gedacht, dass. So. Nee, der hat gesagt, er macht das mit Heißkleber. Und wie gesagt, also hält jetzt schon bombenfest. Das ist schon mal super. Und jetzt gucken wir mal, also da ist die Durchreiche. Ich würde Tatsache an die Wand hier, die rechte Wand, das dann nachher ranmachen. Glaube ich, so einkleben. Ziehen wir uns nachher auch noch eine Line damit. Der Verteiler hier rein. Ja, wunderbar. Das können wir so machen. Gut, dann klebe ich jetzt das erstmal fest. Mit Dächlein. Klebe ich das Dächlein jetzt erstmal fest. So. Wenn das Verdacht dann. Ich setze jetzt das Dach rauf.
gar nicht so ganz klappt. Schon wieder vorne ein bisschen zu viel. Schon wieder vorne zu viel. Zu viel. Der Kai Frömmrich, der war auch, also der Kai, der war Frömmrich oder so heißt, der war auch so mein Lied, der hat mir mal für meine Taurus einen Lampeneinsatz gemacht aus 3D-Druck, damit ich neue Lampen einbauen kann. Ja, das war auch sehr, sehr cool, wie er das gemacht hat. Weil bei der Taurus konnte man nicht so einfach die neue Lampen einsetzen. Die alten Einsätze, die es damals dafür gab, die direkt Pico hergestellt hat, die gab es nicht mehr. Gab es nicht mehr zu kaufen. Da war er so lieb gewesen und hat mir so eine Einsätze dafür aus dem 3D-Drucker gemacht. Da habe ich mich richtig gefreut drüber. So wunderbar funktioniert. Richtig klasse. Klasse, und schaut mal. So richtig klasse. Lampe drinne. Ist die Lampe drinne. Sehr, sehr schön. Gut, dann kann das jetzt erstmal fest werden. Ich zünd mir mal eine an und gehe mir mal oder schau mal, ob ich noch kleine Klemmen habe. Warte mal, ich habe hier welche, ob ich hier noch Zweier habe. Eine Zweier habe ich noch. Warte, warte denn schon. Ne? Nee, ich hab's ja noch zwei Zweier. Ist ja super. Die würde ich aber Tatsache dann auch mit Plastikkleber ein. Das andere mache ich mit mit meiner Pistole hier wieder, mit meiner nicht mehr so viel. Das mache ich dann wieder mit Heißkleber. Da muss ich mir mal echt neue Stäbchen kaufen. Ich glaube, ich habe ja keine Stäbchen. Da muss ich mal gucken, dass ich da noch ein paar Stäbchen mir hole. Da muss ich kicken, ich noch ein paar Stäbchen hoch. Das zeigt meine Schule mit Kippen. So, dann kleben wir die ein. Müssen wir das kürzen, das Bändchen noch. Müssen wir das noch kürzen, das Kabel. Und dann müssen wir noch mal mit verzinnen. Weißt du, da kann ich mal kurz mal meine Kiste runter. Ey, ich schmeiß auch schon wieder alles runter. Eine Kiste mal runterstellen, dann können wir schon mal den Lötkolben ein anjucken. Können wir den Lötkolben schon mal ein anjucken hier? Können wir schon mal anmachen? Den Lötkolben. Komm, muss man ein bisschen dichter ranstellen hier. Die Kabel müssen wir dann nochmal anlöten. Die Hülle stellen wir mal kurz um. Die stellen wir schon mal nach vorne. Dann alles schon so ein bisschen an. Fische finde ich ganz cool. Ganz cool. So. Die Dina, aber ich werde wahrscheinlich auch mit Sekundenkleber festkleben auf der Zine wegfliegen, weil die fliegen ja beim kleinsten Windstoß dann weg. Fliegen beim kleinsten Windstoß weg. Ja, wir lassen das oben erstmal jetzt an. Löten wir uns das nochmal zurecht, vorsichtig. Ah, warte mal, da hole ich mir mal meine Lockliege. Da benutzen wir die Lockliege. Dann legen wir das nämlich nachher rauf und dann ist es nämlich besser. So, ist ja schön, jetzt zeige ich hier meine Lockliege, aber jetzt ist schon wieder weg, jetzt schon wieder die Kappe hingepackt, verdammt. Jetzt schon wieder die Kappe von den Stiften gepackt. So, ja, hier reingeschmissen. So, dann legen wir das nämlich auf die Lockliege einfach auf, so mein Schirmchen, stellen wir mal auch hier hin. So. Nehmen wir die Lockliege nämlich.
Da werdet ihr jetzt gleich nicht so viel sehen dabei. Ich zeig's dir, ein fertiges Ergebnis. Das ist doch jetzt schon fertig. Kann ich nämlich den aufpacken mal, dann kann ich sehen. Gut, wenn ich was sehe, wa? Wäre schon ganz gut, wenn ich das sehe, was ich da fabriziere. So, und dann kleben wir nämlich die einmal mit normalen Kleber ein, hier. Dann mache ich als erste, dann könnt ihr... Einmal. Mal auf die Schriftung von Polaroff. Farbeschriftung. Schön. Gut, dann lassen wir die auch kurz anziehen. Mal die auch ganz kurz anziehen, aber. So ungefähr. Dann gibt es noch Sinn. Sinn bei dir? Ein bisschen Lötfett nehmen wir, ne? Ein bisschen Lötfett. Zu machen, zieht hier. Ah. Gut, dann ein Zinn dran machen. Ja, dann schmeißen wir die Hälfte runter. Da. Dann lassen wir das erstmal noch den Lötkolben schon mal ausmachen und nochmal unseren Heißklebepistole anmachen. Dann können wir die einmal mit Heißkleber. Super, ich komme mit der Heißklebepistole da mal rein. Ne? Ah. Warte mal, muss ich erst mal gucken. Ich glaube, ich komme mit der Heißklebepistole gar nicht rein mehr in das Häuschen. Einzige, was ich bei einem Heißkleber hasse, dass die immer so eine Feen ziehen.
Sind tatsächlich direkt erledigt. Und direkt hart geworden. Denn doch nicht mit Heißkleber, dann nehmen wir mal. Nehmen wir doch mal mit handelsüblichen Plastik. Ne? Mal mit dem Plastikkleber. Ebsche. Das muss man antrocknen, die Geschichte. Die muss man antrocknen. Ja, auch hier wäre der Föhn wieder nicht schlecht. Naja, mal gucken. Mal gucken, ob das hält. Ja. Ja. Ah, super. Okay, da müssen wir jetzt wirklich erstmal warten, bis das Altblech richtig angezogen hat. Okay, gucken wir erstmal. Gut, stellen wir erstmal nach hier hinten. Gucken mal, was wir als nächstes machen sollen. Warte mal, ich muss kurz mal ein bisschen Ordnung schaffen. So. Okay. Jetzt hat er tatsächlich da rein. Erstmal die ganze Beklebung machen. Und zwar haben wir hier irgendwo so eine Schaukästen, ja. Kästen. Zweimal die 1,16. 1,16. Dieses wunderschöne Teil und die 17 sind diese Teile hier. So. Jo, Ingo, alles klar. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie sollen die reingeklebt? Wir mal kurz gucken. Boah, ey, das wird ja. Ja. Soll nach vorne die Teile. Mir mal jetzt genau erstmal angucken. Das muss ich mir. Findet nachher aussehen.
Okay. Was ist das hier? Oh, wo das? Voll komisch. Davor sollen die. Okay. Ich pass mal, wir kleben die erstmal rein. Wir kleben die jetzt erstmal rein. Und dann mal drei. So. Das sind doch die, oder? Die natürlich abschneiden, weil passt ja immer nur eine rein. So. So, dann bin ich mal gespannt. Also, simpel eingeklickt. Stücke. Sinn daran verstehen. Dann sollen diese Teile hier vorne ruffig. Bisschen schleierhaft ist mir das schon. Bisschen schleierhaft ist mir das schon, wieso? Da bin ich.
halt irgendwie ein bisschen alle. Kinzen, wie sieht es denn hier drauf aus? Na gut, okay, dann machen wir jetzt erstmal die Reihe noch fertig. Erstmal noch. Schneiden wir uns mal noch eine Reihe aus. Ist eigentlich so eine Eisenbahnzeitschrift bei? Ey, das ist ein Gartenbahnhäuschen und ich sehe jetzt nicht mal eine Eisenbahnzeitschrift bei. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ist doch gar nicht. Da machen die ein Gartenbahngebäude hier und ist keine Eisenbahnzeitschrift bei. Gartenbahnkiosk ohne Gartenbahnzeitschrift. Also da muss ich ja mal Polar schreiben, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob die da auch Lizenzen für brauchen. Ich weiß gar nicht, ob die ja auch Lizenzen für bräuchten, wenn die, wenn die dazu machen. Weiß ich gar nicht. Riesig so. Ah, unser erstes Ding schon mal fertig. Okay, und jetzt sollen die da irgendwie raufgeklebt werden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Einigermaßen. Da bin ich ja mal gespannt. Und den gerade wäre schön. Gab es wohl damals noch nicht. Nein, nein, nein. Aber die haben hier selbst Chip PC Welt. Also können sie ruhig eine Gartenbahnzeitschrift noch aufmachen. Unglaublich. Ein wenig traurig. Das macht mich ein wenig traurig. Davon müssen wir auch zwei Stück bauen, wa? Immer, ja. Davon müssen wir sogar zwei Stück bauen. So. Naja, so sieht das fertige Ergebnis. Und es muss zweimal gemacht werden. Einmal und dann habe ich hier irgendwo den zweiten. Padam, patam, patam. Da hinten.
Da hinnehmen. Machen. Und direkt wieder in den Finger geschnitten. Wie man von mir gewohnt ist. So, schon mal vorbereiten. Und dann brauchen wir aber nochmal. Das können wir uns gleich ausschneiden. Schneiden wir uns gleich aus. Nochmal 6 Stück sozusagen. 6 Stück von. Ja, oh, der Kicker ist hier mit bei. Ja, der Kicker ist mit bei sich, oder? Erstmal unsere Lebe Dinger mal beiseite. Nehmen wir uns das noch zu. Mal weg, wenn wir die Tage noch Sprühkleber holen. Und das dann alle ein bisschen mit Sprühlack befestigen. Damit das dann auch den Regen aushält. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass das hält. Ingo, du meintest ja einfach Sprühlack rauf und fertig werden. Werde ich das auf jeden Fall mal testen. Bin ich auf jeden Fall mal sicher. Ist ja wirklich ärgerlich. Diese Friemelarbeit hier, wenn die nicht halten würde. Wirklich sehr, sehr ärgerlich. So, dann schneiden wir uns das hier noch einmal zurecht. Also das letzte für die noch hier. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir auch Stäbchen. Die ist gerade Caravaning, hier haben sie auch. Und eine Gartenzeitschrift haben sie auch, aber keine Gartenbahnzeitschrift. Also, das geht so.
Okay, jetzt diese Dinger noch raufnehmen hier wieder. Mal wieder raufnehmen. Einmal. Zweimal und jetzt das. Oh, die Nachfrage war nicht so hoch hier an den Kiosk. Das kann natürlich auch sein, Ingo. Das kann auch sein. Aber ich muss sagen, in meinem Zeitungsladen, den ich hier habe, bin ich letztens hingegangen, weil ich gerne den Datenmann-Profi haben wollte, weil die Zeitschrift ist ganz cool, die gefällt mir ganz gut. Und die haben sie sonst immer da gehabt. Jetzt haben sie die nicht mehr im Sortiment. Die haben wirklich keine einzige Gartenmann-Zeitschrift mehr. Jetzt habe ich sie mir einfach über Internet ein Abo gemacht. Und ja, also, da war ich ein bisschen erstaunt gewesen, dass es die nicht mehr gab. So, dann schneiden wir nochmal, aber das sieht, ich glaube, das wird ja nicht so einfach. Warte mal, das wird jetzt lustig auszuschneiden hier. Das wird jetzt lustig. So. Da überlege ich mir euch tatsächlich. Ah, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Jetzt schneiden wir nämlich das für das große Schild aus für das Kiosk. Gar nicht durchgezogen hier. Hinten geklappt. Ich muss jetzt noch ein bisschen zurechtführen. Bei uns am Bahnhof gibt es auch kein Modellbahnheft. Ja, ist krass. Die Nachfrage muss da so zurückgegangen sein. Ja, die Nachfrage muss da so zurückgegangen sein. Also früher hat man die immer noch bekommen. Kann ich mich dran erinnern. Aber irgendwie jetzt so gar nicht mehr. Jetzt so. Finde ich echt ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich habe es ja jetzt bekommen. Also ich habe es mir jetzt direkt beim Hersteller, beim Herausgeber ist es gestellt. Und ist auch okay, hab jetzt ein Jahresabo, ich weiß gar nicht, ich glaube 40 Euro oder so zahle ich einmal im Jahr, krieg da 6 Ausgaben irgendwie. 40 oder 45 Euro sind das. 6 Ausgaben. Das ist okay.
wirklich ganz interessant, so auch die Anlagen, so die sie da teilweise so drinne vorstellen, sind echt hübsch. Und auch so bestimmte Sachen, die sie, sag ich mal, dort zeigen. Ganz cool. Wenn wir jetzt muss ganz kurz gucken, ob hier drauf kommen. Das mal jetzt kurz bei der Seite packen. So. Schon mal hinstellen, so. Nehmen wir erstmal Kiosk einmal ein. Natürlich unterher noch ein bisschen mit Klarlack besprühen. Ja, der hat so den Klebeband auch gleich vorne fest. Der muss vorne an den Durchgangsfenster ran. Dann können wir herholen. So direkt ziemlich weit vorne. Ich muss mal gucken, was da ein bisschen Abstand noch geht hat. Ah, würde ich sagen, so. Ist gut. So, kannst du das mal nehmen und dann können wir eigentlich mal die Gummis hier mal ganz kurz entfernen. Das hat auf jeden Fall angezogen. Kann die Gummis einmal abmachen hier. Ab. Oh, der ist auch sehr schön. Gut, dann bauen wir mal den Tresen hier vorne noch an, wa? Den Tresen, das 18er und die 19er. 18er, 19er, dann ist das hier der Tresen. Das ist der Tresen, das ist die 19, genau. Auf 4 18er. Ja, dann kann ich mal kurz antrocknen, weil den müssen wir nämlich erst zusammenkleben. Bisschen. Den Tresen, jenseits vom Tresen. So. Kleben wir den einmal fest. Ich muss gucken, wie meint ihr, also diese Dings, also so. Alle gleich lang. Oh, ein bisschen aufschieben. Das ist wieder fast voll.
Das ist übrigens das gleiche System wie bei Pico Ofa. Da musste ich ja auch einen Tresen an, also einen Tresen ankleben. Das Original das gleiche System. Bis jetzt muss ich aber sagen, finde ich den Bausatz hier sehr, sehr gut. Mit einer Sache, die ich definitiv besser finde, ist die Geschichte des Anbringen oder des Zusammenbauen des Hauses selber, der Wände. Da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, dass ich es doch deutlich besser finde, wie sie zusammenpassen, ja. Doch deutlich. Dann finde ich doch deutlich besser. Weil kann sich nicht verschieben und es ist wirklich genau passig. Da haben sie Nut und Federn mit eingebaut. Finde ich doch schon sehr. Sehr, sehr an. Eine Stelle. Und der zeigt mich übrigens richtig im Finger. Zeigt mich gerade richtig geschnitten. So mit Blut und so. Dann heute Abend Blut wahrscheinlich. Ihr wisst heute Abend eben. So. Ja, von unten so ein bisschen. Nehmen wollen, da wo man da ein bisschen extra Kleber ran, weil es eben steht. Ich immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen. So, dann kann ich es erstmal gut. Länger kann ich erstmal anziehen. Das ist jetzt eigentlich mal nicht so. Einführen, wenn jetzt schon mal hinten, wenn schon mal auf der Seite liegt. Hier beim Warnungsschildweiler, okay. Ja. Also wie gesagt, finde ich wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Qualitativ sehr hochwertig, muss ich sagen. Dann trotz dessen immer den Preis rechtfertigt, weil die Preise sind schon echt sportlich, ne? Mal ganz ehrlich. Wie ist denn du jetzt hier nicht drin?
So gar nicht. Was hängt sie hier? Okay. Ja, aber ein bisschen klar. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass Pico preiswert ist, ne? Wenn ich so ein paar verschiedene Sachen von Pico sehe, sind die teilweise preislich in meinen Augen echt übertrieben. Das sagte ich ja, wie gesagt, zum Allgemeinen vorhin schon, dass teilweise so die ganzen echt übertrieben finde und hier rechtfertigt sich. So. Kabel angeschlossen. Aber die Teile auch noch. Es gibt's da oben, aber Eis habe ich doch schon. Ah ne, Eis kommt Tatsache noch. So, und diese werden hier so offen. Die werden hier so Tresen gestellt. Vorne überall. Diese Langnese, wo haben wir diese Langnese, nee, Eisschild war. Vorne noch. Daran. Also da kommt die. Schild macht, das ist ein Eisschild noch. 20. Das wird ja. War beim bei Fritz Imbissbude schon so friemelichtet daran zu. War bei Fritz Imbissbude sehr, sehr grenzwertig. Also, da kommt ja stellen wir erstmal kurz beiseite, suchen uns mal das Eisschild raus. Schneiden. Einmal so. Okay.
Aber hier haben sie auch mehrere Sprachen, sehe ich gerade drin. Hier haben sie auch mehrere Sprachen. So, jetzt was so Eis und so die Beschriftung angeht, jetzt Zeitschriften jetzt direkt hier. Aber so was die verschiedenen Beschriftungen des Hauses so im Allgemeinen angeht, sind auch hier verschiedene Sprachen. Okay, jetzt wollen wir mal sehen. Also, wo habe ich jetzt dieses Friemelding? Soll so rankommen? Wo dran hängt. So ist jetzt so schöner. Naja, gut, dann soll es eben so sein. Dann soll es. Sehr, sehr schön. So. Dieses komische Gebilde. Da kommt Zigaretten. Der Zigarettenautomat darf natürlich. Der Zigarettenautomat darf auch nicht fehlen. So, Zigaretten. Da haben wir sie. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Guten Kiosk gibt es nicht auch Zigaretten. So, einmal Zigaretten. Nur noch die Stäbchen ausschneiden für Orten. Ja, wo wissen, dafür Zigaretten holt. Die Sorten sind hier unten.
Und kann man so ja lesen. HB Marlboro West. HB Marlboro West, das könnte Lucky Strike sein. Fast alles lesen. War super, wa? Schon mal was für Zigaretten, aber meine Zigaretten haben sie mir ja nie bei. Meine Zigaretten haben sie schon wieder neben Angebot. Das ist für mich so langsam, fühle ich mich gemobbt hier von Polar, ja? Haben keine Gartenbahnzeitschrift, haben meine Zigaretten nicht. So Polar mag mich nicht. So Polar mag mich nicht. So. Nehmen wir die noch einmal ein. Liebe Resti. Der soll da hinkommen. Hoppa. Dann kleben wir ihn da mal gegen. Ja, jetzt nicht gerade viel Auflagefläche geben. Ja, der so, zack. Ist er auch drauf. Der Rettenautomat. Die 23. Das ist die 24. Die 24. Und was soll da? Martin. 23 und 20. 23 und 24. Muss einmal Martini gehen. Also an den Clean kommt Martini. Das ist Martin. Oh, Martin. Martini kommt auf das kleine Schild. Martini? Und dann das hier. Da bin ich noch gar nicht so sicher, wie hier. Da bin ich. Ah, mal gucken. Ich kann sagen, wie schnell. Großes Thermometer.
Ja, wie lange bauen wir denn schon? Oh, 2 Stunden 40 bauen wir Tatsache schon. Ja, was hier so ganz schön auffällt, ist wirklich die Kleber. Also das hat ja beim das letzte Mal, wo wir gestreamt haben, haben wir da waren wir mit dem Kiosk nach 2 Stunden nach 2 Stunden waren wir da fertig. Nee, na, 2 Stunden vielleicht nicht. Ein bisschen mehr als 2 Stunden. Da waren wir nach, ich glaube, 2 Stunden 30 oder so waren wir da fertig. 30 waren wir. Warte mal, Martini soll jetzt da oben rankommen und darunter soll dann ja, voilà. Da soll der. Ach, sag mal schnell, der Thermometer kommen. Tini. Das finde ich übrigens ganz cool. Das war bei Freds Imbissbude nicht. Die haben also fast für alle Aufkleber haben sie eben auch ein Schild, was du da unterklebst. Ne? Bei das war bei Pico leider nicht so. Da musstest du teilweise auf unebenen Flächen, so eine geriffelten Fläche, musstest du auch Aufkleber aufmachen, was rein auch so praktisch war. So gut gemacht. Schaut mal, Martini und der Thermometer ist auch dran, ne? Martini und das Thermometer ist auch dran. Seid ihr noch viel Kleberei? Wie ist denn das jetzt mal hier ein bisschen markiert? Leider ist sie nicht mal. Aber. Was wir jetzt noch machen, ist. Wo habe ich das? Habe ich mir gebracht. Ich möchte euch noch eins zeigen. Also den Ständer, den, also den Dings baue ich dann mal separat fertig auf Stream. Den. Sag mal schnell. Den. Lipwas-Säule. Baue ich mal Off-Stream fertig da. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber eins möchte ich euch noch zeigen. Ich möchte euch noch einmal Richtung sehr gerne. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Ja. Einmal die Beleuchtung vor. Finde ich wichtig machen. Um uns anzusehen, wie es anzuschauen wie es aussieht. Einmal ganz kurz an. Dafür schließe ich es einmal ganz kurz an. Der Gym, so hat alle Vor- und Nachteile. Da hast du vollkommen recht. So. Das ist natürlich vorne leuchten sehen. Schließen wir den mal an. Einmal. Zweimal. Dafür werde ich auch mal ein paar Sachen aus. Stellen uns ab. Mache ich uns mal kurz das Licht aus. Dann mache ich uns das Licht mit. Kann man das sehen? Da.
Und dann werde ich uns einmal das wunderschöne Haus. Ja, warum ist es jetzt so grisselig? Ja, das ist ganz einfach erklärt. Das ist nicht, weil das Licht jetzt nicht mehr da ist. Deswegen. Aber ich möchte euch natürlich die Richtung zeigen, so wie ich es eingestellt habe. Alter. Richtung hier nicht. Ah, Moment. Ah. Müsste ja auch mal die Zentrale anmachen, nicht wahr? Müsste ja auch mal. So, jetzt aber. So. Okay, dann haben wir die Zentrale einmal. Moment. Hä? Jetzt wird leuchten jetzt hier verkehrt. Geht das jetzt? Hätten wir jetzt hier nur die Demo an, was soll denn das? So, jetzt will ich euch das zeigen. Habe nicht. Irgendwas. Ach man, da will ich euch mal was zeigen. Na, geht das hier schon. Was ist denn das jetzt hier? Das gibt's doch jetzt gar nicht. Dann doch jetzt. Mann, da will man mal was zeigen. Lustig ist, das hat die ganze Zeit geklappt, ne? Hat die ganze Zeit geklappt. Zeig dir nur. Man kennt ja jetzt die Zentrale hier nicht. So, noch ein Versuch, wenn ich muss das mal versuchen, bitte. Multi. Mal mit dem Multimaus anzuschalten, weil das ihn hier. Oh, guck mal. Ja. Schön. Aha. Ja. Ganz cool, oder? War wunderschön. Sehr gut. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Machen wir mal Licht. Machen wir mal aus. Den Stecker wieder rein. Machen den Stecker wieder rein. Nee, gefällt mir wirklich gut. Switchen wir mal rüber. So. Zack. Ja, das sollte auf jeden Fall mal für heute gewesen sein. Das andere wollte ich tatsächlich mal dieses bisschen Häuschen, was noch übrig ist,
mit Boyk zusammen im Offstream. Dann, das ist wirklich nur die Lipwas-Säule. Alles andere gucke ich nochmal rauf. Haben wir ja an sich gemacht. Ah, ja, meckern hier. So. An sich alles andere haben wir ja gemacht. Hm. Moba Buddy, alles gut, kann passieren. Machst du beim nächsten Mal. Was guckst du beim nächsten Mal wieder rein? Ja. Hm. Ja, alles andere haben wir ja gemacht sozusagen. Das haben wir alles fertig. Jetzt fehlt bloß noch. Und das ist nicht viel. Wie gesagt, das mache ich mal offscreen. Das baue ich morgen selber mal fertig oder so. Und ja. Ansonsten ist doch ganz hübsch geworden. Gefällt mir ganz gut. Ich werde mir auf jeden Fall noch Klarlack besorgen. Werde den drüber sprühen. Also so ein Sprühklarlack. Hm. Werde ich auf jeden Fall noch rüber machen über, an den Stellen. Vielleicht hole ich mir auch welchen zum Pinseln. Das kann man dann wahrscheinlich genauer machen, als wenn ich das mit so einem Klarlack sprühe. Das wird wahrscheinlich besser gehen. Wenn ich das direkt drauf pinsel, muss ich mal gucken, ich hole mir beides. Ansonsten ist der Kiosk doch andersrum ganz hübsch geworden, oder? Gefällt mir ganz gut. Gefällt mir wirklich ganz gut. Ja. Hat sich besser zusammen, also genauso gut zusammengebaut mit einer kleinen Sache, die besser war, und zwar die Sache mit der, mit dem Zusammenmachen der Häuserwände, das war besser. Ja, also bin ich gespannt, ich muss jetzt bloß noch, wie gesagt, die wenigen Sachen machen, das ist nur noch das Zusammenbauen dieser Lipwas-Säule oder dieses Zeitungsständers, das mache ich mal nicht im Screen, das mache ich dann mal offscreen, wenn ich Zeit habe. Und dann, so, mal schauen beim nächsten Mal, was so alles noch ankommt. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder mehr ein paar Videos dann die Tage machen für YouTube. Weil ich da nicht ganz so viel Zeit, also investiere ich auch eine ganze Menge Zeit, aber brauche nicht ganz so viel Zeit wie für einen Stream. Und kann auch ab und zu mal unterbrechen. Deswegen, und mal gucken. Also wir haben aber auf jeden Fall noch genug Häuser da. Wir haben noch genug Häuser da, die wir zusammenbauen müssen. Und da kommen noch die ganzen Stadthäuser, dann möchte ich auf jeden Fall noch eine Burg, will ich noch zusammenbauen, die muss ich auch noch bestellen. Also wir haben auf jeden Fall noch genug da zum Zusammenbauen. Schöne Bude, leider alles verpasst heute. Ja, Moba Buddy, alles gut, dann guckst du beim nächsten Mal wieder rein. Und du warst doch ganz zum Anfang mal drin gewesen, oder? Warst du nicht ganz zum Anfang drin, Moba Buddy? Warst du... So zumindest. Bin der Meinung, ich hatte dich zum Anfang ganz kurz mal gesehen in der Shadow-Liste. Aber dann verpasst, okay. Ja gut, passiert. Alles nicht so schlimm. Das ist nicht das letzte Haus, was wir zusammenbauen. Da werden noch einige viele Häuser kommen, die wir zusammenbauen müssen. Als nächstes hole ich mir wirklich erstmal, wie Ingo sagte, Klarlack. Ach, da war ich noch nicht. Achso, okay, da war gerade der Dings-Stream, ne? Der, wo die. Ja, verstehe, da war gerade der Stream zum. Dass das startet, ne? Nee. Gut, meine Lieben. Aber ansonsten hat es mir trotzdem viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal sozusagen. Und ich lasse jetzt nochmal das Outro laufen und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Sonntag. Macht's gut, meine Lieben. Ciao, ciao.